war das? Nichts, gar nichts. Du mit deiner Pissaxt! Ich habe zwei Schwerter und das ist viel besser. Wir können auch zu zweit kommen, ich bin trotzdem besser, weil ich ein großes Ego habe. Das habe ich von Kratos gelernt. Mann. Immer schnell handeln, nie zurückhaltend sein. Ups, jetzt habe ich dem die Waffe weggenommen. Wie viel können wir noch tragen? 40, nicht 70. 70 wäre schön, kann aber nicht. Deswegen können wir nur 40 tragen. Ach, ja. Momentan ist, muss ich ganz ehrlich auch mal zugeben an dieser Stelle, Skyrim mein Lieblings-Let's Play. Weil man hier nicht so vorpreschen muss, sondern auch mal manchmal ein bisschen zaghaft ist. Und trotzdem den Gegner gut ins Visier nehmen kann. So. 54 Gold, das ist schön. Tomatensuppe nehmen wir sofort mit. Ein fertiges Gericht, direkt vorbereitet für unsere Ankunft. Doch. Eine Fackel. Fackel aktivieren. Ich gehe mal besser weg. Fackel aktivieren. Oh, wir haben die Fackel mitgenommen. Na gut, okay. Da könnten wir wahrscheinlich alles abfackeln. Das lasse ich mal. Hier ist ja niemand mehr. Ja, das sind wirklich Schlafsäcke. Aber muss man mal ganz ehrlich sagen, es sieht flauschig aus. Aber wie viele Tiere da wohl ihr virtuelles Leben verlassen mussten, das darf man nicht sagen. So, nehmen wir mal Getränke auch mit. Für den guten magischen Durst zwischendrin. Hier ein ein kleiner Seelenstein, fast übersehen. So armselig wie er ist in seiner Größe. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Ich weiß, wir sind jetzt nicht auf dem richtigen Weg. Aber dennoch möchte ich hier nichts übersehen. Wie zum Beispiel diese Geldbeutel mit 22 Gold und diese zwei Goldmünzen, die ja herrenlos rumliegen. Haben wir noch 4 Tomaten. Ich glaube, ich muss mal, wenn wir zurück unserer Unterkunft sind, mich mal darum kümmern. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Aufnahme mache, ein bisschen die Sachen besser zu sortieren. Ich habe ja halbwegs, sortiert nach Waffen und Kräutern und das war es ja schon. Der Rest ist ja irgendwie Kuddelmuddel dazwischen drin. So, zur Sicherheit. Machen wir immer noch einen kleinen Speicherpunkt an Tirdas und zweites Herzfeuer. Wir haben 7.57 Uhr am PM. So. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, ja, wir sind nur hier rausgekommen. Nee, warte mal. Nee. Nee, ich lüge euch gerade an. Oder? Ist das der andere Eingang, den man hier nehmen kann? Doch, ich glaube, das ist der Fall. Ja. Ja doch, das sah aus, als wäre hier noch ein Weg. Gut, wir müssen jetzt darüber. Und dort oben haben wir einen Bogenschützen. Mist, der hat uns gesehen. Aber ich glaube, es wäre auch angebracht, mal zum Bogen zu greifen. Den wir scheinbar irgendwie nicht mehr... Doch, hier, alter Nordbogen. So. Zack. Komm her. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Es liegt doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, und du wirst gleich auch was fühlen. Nein, da ist niemand. Das ist bloß deine Einbildung, der Schmerz. Okay. Aber dir ergeben wir uns... Wow. Wie Garland zu ihrer besten Zeit. Sie hat die Time gefreezed mit den beiden Zeigefingern. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Ups, so. Was gehört? Wow, scheiße. Ja, das tat weh, du Pisser. Aber der hat uns kaum Schaden gemacht, das überrascht mich. Einfach auf! Nein, ich gebe niemals auf! Wo seid ihr? So. Zack! Hallo, Ranger! Ja, aber doch nicht 5 gegen einen, jetzt wird's aber gleich ein bisschen unfair. Okay. So, ich muss mal kurz die Beine in die Hand nehmen, weil wir verlieren gerade schon Leben. Alter, Red. Was soll das? Warum zählt er uns an? Mist, 5 gegen 1. Eine unfaire Geschichte. Wir müssen fliehen. Bereit, heute zu sterben? Nein. Nein, bin ich scheiße in eine Sackgasse gelaufen. Ach, Scheiße. Alter.
Kammer. Warum kommen denn alle gleichzeitig? Wenn ich bloß nicht die Brücke heruntergelassen. Gesundheit. Ich hoffe, das ist jetzt... Ja, genau, das ist dafür. Aber das ist so minimal, das ist ja wirklich schwach. Ah, komm. So, zücken wir unser Schwert. So. Sie haben doch gar keine Chance. Wir sind ein Drachenblut. Nein, wir sind ein Drachenblut. Wir sind noch lange nicht tot. Ach, hallo, Bogenschütze. Ganz nebenbei haben wir ihm noch mal kurz ein kleines Muster in den Oberschenkel gesetzt. Scheiße, scheiße. Alter, was sind die? Nein, niemals. Niemals. Verdammt. Verdammt. Und nochmal ins Inventar. Och, das ist doch jetzt blöd. Lasst mich doch mal in Ruhe. Mann, wir müssen uns literweise diese Heiltränke jetzt reinpfeifen. Wenn ich wenigstens einer dieser beiden Arschlöcher kriege, oder dieser blöden Banditen. Komm, einfach. Komm, wir haben nichts zu verlieren. Vergebt euch. Wieso? Was soll das denn jetzt? Wieso können die auch einen finishing Move? Ich hatte doch gerade noch ein halbes Leben. Asshole. Bissau. Was ist das denn? Die Rotwadronen sind die Ureinwohner von Hammerfell. Ihre Städte liegen am Rand der mächtigen Alkir-Wüste und sehen etwas aus wie Araber. Mann, das war doch jetzt scheiße. Ja, anzünden ist keine schlechte Idee, aber zuerst werde ich die Brücke rauflassen. Damit ich hier mehr möglich... Ich befürchte zwar, dass die auf der anderen Seite die auch wieder runter machen können, aber das macht nichts. Erstmal werden wir sie mit einem Langbogen ärgern. Wenn wir einen davon sehen würden. Was? Ja. Wo sind die denn? Die Herrschaften. Ich weiß nicht, ich hätte etwas gehört. Ah, da oben. Okay, nun ist es soweit. Wir müssen vorsichtig sein. Doch, wir haben keine Position, da die Brücke hochgefahren ist, ist es schwierig, an die heranzukommen. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Und mein Name ist nicht... Ah, da. Okay. Verdammt, wenn die sich bewegen, wird's schwierig. Verdammt daneben. Ich hoffe, die können die Brücke nicht runter machen, aber ich befürchte leider schon. So. Er hat keine Chance. Allerdings sieht es gerade so aus, als hätten die noch einen Ersatzweg. Ich hoffe, sie nehmen ihn nicht. Ich höre die Schritte. Scheiße. So, ich nehme mal wieder die beiden Schwerter. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Was war das? Ich Scheiße, von da! Ihr werdet nicht die... Nein, wir werden nicht. Was werden wir nicht? Was werden wir nicht? Oberhand gewinnen. Ich werde die Oberhand gewinnen. Brenn, du Scheißmarodeur! Oh, Flammen sind wirklich effektiv. Ist das alles, was ihr könnt? Nein, das auch noch. Guck mal, ich kann das beidhändig. Oh, das ist sogar C. Komm, mal gut. Alter, laufen. Nein, laufen. Nicht Feuerschleuder. Richard. So. Ich glaube, jetzt haben wir genug Magie. Brenne. Ach, der Bogenschütze. Ah, der Herr Gevatter Bogenschütz. So, was haben wir denn hier alles? 3 Gold. Ja, Leben haben wir noch genug. Muss man die Finger wieder ruhig halten. Ich muss mich nicht verstecken. Ich werde zu euch kommen. Ich bin euch gewachsen. Das habt ihr doch gerade sicherlich gesehen. Ihr solltet schon vor Angst schlodern und zu euren Mamis laufen. Denn ich bin nicht nur ein Krieger.
Querstrich Händler, Querstrich Diplomat, Querstrich Magier. So. Die Frage ist, laufe ich jetzt einfach rüber? Dann müsste Rajak gleich, Jera oder wie die auch immer der jetzt heißen mag, auch gleich rüberkommen. Aber zumindest haben wir die harten Buben umgenietet. Aber wir könnten auch darüber. Wie sind denn die hierher gekommen? Ich glaube, über den Weg hier rechts. Ja klar, stimmt. Sozusagen haben wir nur eine kleine Verzögerung dadurch verursacht. Aber das hat uns ja schon was gebracht. Ja, hier drüber sind sie raufgekommen. Und jetzt sind wir in der besseren Lage. Ich hoffe, wir kriegen den UFO, der uns kriegt. Hallo, Freund. Schau mal nach oben. Hier ist jemand. Der will dich ganz nah begrüßen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Nein, bist du dir sicher? Bist du dir immer noch sicher? Ups, das war ein bisschen zu hoch. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Nein, da hast du recht. Ich reiße euch das... Du reißt mir was? Du reißt mir... Moment, ich hab den nicht verstanden. Raus. Das Herz raus mit dem Pfeil. Du bist vielleicht übermütig, mein Freund. Oh, der ist das, der uns so viel Schaden macht. Captain Harga oder so auch immer. Alter, wie stark ist denn der? Vergebt euch und vielleicht lasse ich Gnade bei euch. Uiuiui. Was ist das für ein starker Typ? Und das meine ich nicht im positiven Sinne. Nein, wir haben Feuer, aber er ist trotzdem stark. Mist. Wir haben die Möglichkeit zu flüchten. Aber diesen Weg möchte ich nicht einschlagen. Aber diesen vielleicht. Genau, hält eure Hände still. Nein. Auf, solange ihr noch zersterben. Scheiße, ich will springen. Ah, so. Nein. Ah. Ihr Drecksäcke. Warum sind die so stark? Aber wir werden sie ihnen schon zeigen. Nein, ich werde mich nicht verstecken. Da seid ihr ja. Zeit zu sterben. Ja, für dich, Rager. Und für mich gleich, auch wenn ich nochmal irgendwo hängen bleibe. Kommt ihr hier nicht raus? Nein, das werde ich schon. Keine Sorge. Nur schön blöd, dass sie nicht ins Wasser können. Das verschafft uns wenige Minuten. Warum sinken wir eigentlich hier immer ab? Kurz verschnaufen. Jaria ist fast K.O. Doch dieser Knilch, Haraga, ist ziemlich zäh. Dieser hat uns wohl vorhin das Lebenslicht ausgeknipst. Das wird er noch bereuen. Aber zuerst ist Jaria dran. Ich kann mich nicht verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich sammle nur meine Kräfte. Und da ist Captain der hat ja immer noch... Ich will schnell beenden. Ja, das glaube ich. Alter, warum ist der so scheiße stark? Hopp, ins Wasser. Oh ja, war ja das Wasser. Sonst wären wir jetzt gestorben. Das ist ja unfassbar, wie stark der ist. Mist. Wie konnten wir denn so töricht sein? Das ist wahrscheinlich der Anführer von dem ganzen Trupp. Ich würde ja alles auf eine Karte setzen, aber das ist etwas gewagt. Doch wo Feuer nicht weiterhilft, sollte Strom doch etwas mehr heißen können. Himmelfrei, gehört dem Nord. Ja, und ich bin kein Nord. Das heißt, ich kann das treffen. Ah, das macht ihm schon etwas mehr Schaden. Betonung zwar auf etwas, aber etwas ist mehr als gar nichts. Na komm doch her, komm doch ins Wasser. Ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, aber es ist eine Art. Eine Möglichkeit. Und nun versperrt er uns den Ausweg. Doch wir haben weitere Auswege. Nein, aber du solltest bereit sein, Freund. Du bist beschränkt, du kannst nicht schwimmen. Doch das hindert uns nicht daran.
Wir wurden darin unterrichtet, in unserer Jugend schwimmen zu können. Nicht raus.